So, Dille, wir stehen hier am Ilsenstein. Das ist das letzte Ziel unserer Stempelwanderung. Von da hinten kamen wir her, vom Molkenhaus. So. Und hier sieht man erstmal gar nichts. Dann wollen wir mal zurück zur Stempelstelle. Aufpassen, der Weg ist hier so ein bisschen eichsteinig. So, jetzt können wir hier kurz noch die Rentnerbank mitnehmen. Von hier aus hat man auch noch mal einen schönen Blick auf Ilsenburg. Samt, ich glaube, das ist dieses Waldhotel da unten. Das wissen die Urharzer sicherlich besser. Hier nochmal der Blick aufs Gipfelkreuz. So, und auf geht's gen Stempelstelle. Diese Stempelstelle ist auch gleichzeitig meine Nummer 8. Demzufolge habe ich mir dann mit dieser Stempelstelle auch die Wandernadel in Bronze verdient. Was ich nach unserer 20-Kilometer-Tour heute auch mal in Ordnung finde. Da muss man ein bisschen aufpassen bei den Steinen, dass man sich hier nicht lang macht. Huch. Gerade nach dem Regen sind die sehr glitschig. So, Lille. An der schicken Wand links. Und da haben wir das grün-gelbe Schätzchen auch schon. Harzer Wandernadel, Stempelstelle 30, der Ilsestein. So. Stempel hier, das gut. Im Stempelkissen auch. Na, dann werde ich mal stempeln gehen.